Der September steht in den Startlöchern und somit wird es Zeit für Pick My Sub Community Voting. 4 Bücher habe ich ausgesucht, um sie euch zur Wahl zu stellen. 4 Bücher, thematisch irgendwie das gleiche. Alle 4 von hochrangigen Drama Queens und alle 4 von ein und demselben Verlag. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Maris Salon Deliver und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn es heute darum geht, eine Entscheidung zu treffen, welches Buch ich denn im September lesen soll. Und ich habe mir 4 hochkarätige Autorinnen ausgesucht, die mega, mega dramatisch sind, alle mit Happy End, so viel ich weiß. Also Romance at its best und witzigerweise alle aus demselben Verlag. Im September wird es romantisch wieder einmal mit 4 hochkarätigen Autorinnen. Meteorologisch beginnt ja am 1. September der Herbst und ich glaube, es wird Zeit für Liebe, ganz viel Liebe. Ja, das habe ich im Mai auch schon gesagt oder im April, weil Frühling und so weiter. Aber ich habe mir für den September ein spezielles Motto ausgesucht. Und für all jene, die in den letzten Tagen und Wochen neu hinzugekommen sind hier auf meinem Kanal, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei mir gelandet seid. Eine kleine Erklärung. Pick My Sub Community Voting. Jeden Monat habe ich ein Motto, ein Thema, suche mir dazu 4 Bücher von meinem Stapel der ungelesenen Bücher aus, stelle sie euch vor und zeitgleich mit diesem Video geht auch ein Community-Beitrag online, wo die Bücher noch einmal gezeigt werden mit Klappentext und da kann man seine Stimme abgeben. Das Buch mit den meisten Stimmen werde ich dann im September lesen. Und ich wollte eigentlich was anderes und habe mich dann kurzfristig umentschieden, das passiert mir öfter, und habe mir das Thema Big Four genommen, und zwar 4 hochkarätige Romance-Autorinnen, die bei mir im Regal noch ein wenig zu finden sind, die ich vor einigen Jahren noch sehr, sehr heiß geliebt habe, ganz, ganz viel davon gelesen habe, in der Zwischenzeit aber nicht mehr kaufe und nicht mehr so viel lese. Und dennoch sind sie da und ich befürchte, früher oder später werden sie auf der Rache des Sub landen und dann wird es doch Zeit, dass ich sie näher mir nochmal anschaue und vielleicht dann doch dazu greife. Gerne natürlich in den Kommentaren euren Favorite zu unterstützen, beziehungsweise ob ihr die Bücher kennt, bereits gelesen habt und wie sie euch gefallen haben. Nun denn, in medias res. Ich beginne wie immer in chronologischer Reihenfolge der Nachnamen der Autorinnen. In dem Fall ist es C wie Sherry, Brittany C. Sherry, denn ohne Musik werden wir ertrinken, im Lux Verlag erschienen und übersetzt von Katja Liebig. Ja. Es geht um Hazel Stone und Ian Parker, die als Jugendliche scheinbar gar nicht miteinander zu Rande gekommen sind, eigentlich große Differenzen hatten. Und nun steht Hazel Stone vor der Haustüre von Ian Parker, völlig aufgelöst, völlig alleingelassen. Sie weiß nicht, wo sie hin soll, wendet sich an ihn und er nimmt sie auf, weil ihm eigentlich auch keine andere Wahl übrig bleibt. Und so lernen sie einander eigentlich neu und richtig kennen. Und Ian Parker ist Musiker und Hazel gibt ihm seine Stimme wieder. Sprich, er kann wieder musizieren, er kann wieder texten und Songs schreiben. Und mit seiner Band hat er dann aufgrund von Hazels Einfluss wahnsinnigen Erfolg und die Band startet durch. Die Frage ist allerdings, ob Hazel mit diesem Erfolg mithalten kann, ob ihre Beziehung, die sie aufgebaut haben, das Ganze überstehen kann. Klingt natürlich mega dramatisch. Ich glaube, jeder, der das weiß, Brittany C. Sherry tatsächlich neben Colleen Hoover definitiv Drama Queen schlechthin, aber es wird auf jeden Fall ein Happy End geben. Bei Brittany C. Sherry gibt es immer ein Happy End. Alphabetisch geht es weiter mit K wie Kennedy, und zwar L. Kennedy, mit ihrer Ever Since-Reihe I Loved You, erschienen im Lux Verlag. Ich glaube, wir haben hier einen gemeinsamen Nenner. Und übersetzt wurde das Buch von Silvia Gleisner.
Hier geht es um eine junge Frau, Mackenzie Cabot, die auf Wunsch ihrer Eltern hin aufs College geht und dort einen Abschluss machen soll, obwohl sie ein erfolgreiches Online-Startup gegründet hat und sich darum kümmern möchte, was sie jetzt irgendwie wahrscheinlich gleichzeitig tut. Und dann trifft sie aber auf Cooper Harley, der ihre Welt auf den Kopf stellt. Und er ist der typische Bad Boy mit Tattoos und allem drum und dran. Und irgendwie, Pablo, lass meine Stundenglas in Ruhe, brav. Monsieur wird gleich im Bild erscheinen, ja. Ich dränge mich hier ein wenig vor. Auf jeden Fall trifft sie diesen Bad Boy und anscheinend ist er ganz speziell und erkennt, wie sie tickt und gemeinsam ergeben sie ein Ganzes. Allerdings anscheinend, was Mackenzie nicht weiß, es war kein Zufall, dass sie Cooper begegnet ist. Ja. Elle Kennedy mit ihrer Off-Campus-Reihe, oh, ich habe sie geliebt, sehr geliebt. Die ist nicht ganz so dramatisch. Okay, noch dramatisch. Ja, ich glaube schon, dass das ganz was Dramatisches sein wird. Und zwar gehen wir weiter mit S. S wie Scott, Emma Scott, Be My Tomorrow, erschienen im Lux Verlag, übersetzt von Stephanie Pannen. Das ist, nein, das ist keine, oh doch, die Only Love Trilogie, der erste Teil. Hier geht es um Zelda, die vor 10 Jahren scheinbar einen ganz, ganz furchtbaren Schicksalsschlag oder irgendwas Furchtbares erlebt hat und damit einfach ihr Leben ein wenig, nicht ein wenig, sondern komplett aus den Fugen gerät. Und sie verarbeitet das Ganze in einer Graphic Novel. Und kein Verlag will diese Graphic Novel veröffentlichen, obwohl sie ihr ganzes Herzblut dort hineingesteckt hat. Und trifft dann auf Beckett und mit dem, glaube ich, gründet sie eine WG, weil Mieten natürlich in New York, ich glaube, es spielt in New York, ich bin mir jetzt, ja, in New York, weil natürlich in Mieten in New York ganz, ganz erschwinglich sind und man sich locker flockig eine Wohnung leisten kann. Nein, sie bilden eine WG und die Zweckgemeinschaft wird bald schon mehr und Zelda und Becky beginnen, ihr Herz füreinander zu öffnen. Und dann wird natürlich der Moment kommen, wo sie entscheiden müssen, ob sie diese neue Liebe zulassen, ob sie es schaffen, über ihre Tragödien, die sie wahrscheinlich erlebt haben, hinwegzugehen und diese irgendwie abzuschließen, ist immer das falsche Wort. Ich glaube, damit leben zu können und oder eben nicht. Und ich bei Emma Scott, das ist so, ich weiß nicht, ob es ein Happy End gibt. Die Frau hat bei mir immer Zweifel gesät und das weiß ich jetzt nicht, ob es da ein Happy End geben wird. Wir bleiben bei S und kommen zu einer Autorin, das ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich mag manche Geschichten von ihr richtig gern und dann finde ich manche wieder total doof und blöd. L.G. Shen, Love Like Fire, erschienen, man glaubt es kaum, bei Lux und übersetzt wurde es von Anne Morgenrau. Es geht um Grace Shaw, die in der High School sehr hübsch war, beliebt war und eigentlich alle Vorteile auf ihrer Seite hatte und dann kommt es zu einem verheerenden Brand und sie hat furchtbare Verletzungen und Narben davon getragen. Und sie wechselt dann auf eine Universität, um dort ihre Ausbildung fertig zu machen. Und natürlich ist es eine Zäsur in ihrem Leben. Und dann beginnt sie was Neues an dieser Universität. Niemand kennt sie und jeder wird sie wahrscheinlich beäugen aufgrund dieser Narben, die sie hat. Und trifft dort auf einen Bad Boy, und zwar West St. Clair, ein berüchtigter Bad Boy, der viele Tattoos hat und der sie aber so nimmt, wie sie tatsächlich ist, trotz ihrer Narben und sieht, wie sie ist. Und er selbst hat auch Narben, die man so nicht wirklich erkennen kann auf der Haut, aber natürlich wird er ganz gewisse Dinge erlebt haben, die Narben auf der Seele hinterlassen hat. Und haben, Entschuldigung, Dinge, die auf der Seele, auf der Narben auf der Seele hinterlassen haben. Hui, schwerer Satz. Und naja, denn was war,
Die beiden merken schon bald, dass sie mehr gemeinsam haben als zunächst gedacht. Trotzdem kämpft Grace gegen die Funken zwischen ihnen an, denn sie weiß genau, wie gefährlich es ist, mit dem Feuer zu spielen. Manche ihrer Geschichten haben mich tief beeindruckt, richtig. Die haben mir gut gefallen. Bei manchen ist es einfach so, dass man denkt, na, also das geht gar nicht. Da bin ich jetzt gespannt. Da sind ebenfalls die Meinungen sehr zwiegespalten. Auf jeden Fall habe ich jetzt 4 Bücher für den Monat September für euch. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Alle 4 auf einem Fleck. Und ja, das Muster, das gemeinsame Muster ist Lux, die Bad Boys wahrscheinlich, die dramatischen Geschichten, die Vergangenheiten. Also ja, wir haben hier ein ähnliches Strickmuster beim gleichen Verlag, bei ähnlichen Autorinnen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass ich endlich eines mal wieder zur Hand nehme, um zu merken, ob ich dafür überhaupt noch bereit bin, ob mir das überhaupt noch gefällt. Also, 4 Bücher zur Wahl. Schaut drüber in den Community-Beitrag, gebt eure Stimme ab. Die Abstimmung geht bis zum 1. September um 23.59 Uhr und dann sehen wir, welches Buch im September denn gelesen werden soll. Ich bin gespannt. Ich möchte mich da jetzt nicht entscheiden müssen. Also ich bin froh, dass ihr da die Entscheidung übernehmt und mir einfach sagt, liest das. Ich bin wirklich sehr neugierig, was da herauskommen wird, welches Buch im September denn gelesen werden soll. Habt ihr im September auch schon ein Want to Read, also irgendein Buch, wo ihr sagt, das möchtet ihr vielleicht vom Sub befreien, weil es da schon so lang liegt und jetzt sollte es endlich gelesen werden, gebt mir das gerne in den Kommentaren bekannt. Und da das hoffentlich wieder mal kurz und knackig sein wird, wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, eine tolle Woche, lasst es euch gut gehen, tut euch selbst was Gutes. Bitte bleibt gesund und vor allem sucht euch besonders guten Lesestoff jetzt für den Herbstbeginn. Baba, pfiat euch, bis bald!